Minecrafts berühmteste Katze ist leider von uns gegangen. Im Oktober 2018 veranstaltete Mojang einen Contest, in dem Spieler Bilder ihrer Katze einreichen konnten, von denen der Gewinner ins Spiel hinzugefügt werden sollte. Der amerikanische YouTuber Good Times with Scar witterte daraufhin seine Chance und schlug sein Haustier Jelly vor, die bereits in einigen großen Projekten eine wichtige Rolle gespielt hatte. Wenig überraschend gewann sie den Wettbewerb und wurde kurz darauf sogar mit ihrem offiziellen Namen als eigene Variante hinzugefügt. Seit diesem Moment bekam sie vor allem im großen US-Projekt Hermitcraft viele Gastauftritte, bis sie jetzt vor 2 Wochen mit 17,5 Jahren leider von uns gegangen ist. In einem emotionalen Video erklärte Good Times with Scar, wie viel sie ihm bedeutet und wie hart ihn dieser Verlust getroffen hat. Doch in Minecraft wird Jelly immer weiterleben.